Hallo und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 4. So, wo sind wir denn gerade? Hier. Lieber Lamas als Bullen. Maradona Z. Gelange mit einem Maradona Z. Hier steht jetzt zufällig ein Maradona Z in der Gegend rum. Hier drüben vielleicht. Maradona Z, ja, tatsächlich. Ja, toll. Ich bin wieder in GTA drinnen. Huh. Holy fuck, was war das denn? Hä? Hallo? Hallo? Au. Mann. Hatte ich schon mal erwähnt, dass sich das ja alles hier super steuern lässt? Okay, ich frag mich gerade. Was sagst du? Alter, hallo. Die Landung ist in die Hose gegangen, ja? Mein Guter, ich weiß nicht so recht. Oh nein. Bye bye. Crewmitglied. Wieso lässt sich das nicht steuern, Alter? Meine Güte. Kannst du uns einen Gefallen tun? Na, welchen denn? Steige ins Fahrzeug. Musst du den Leuten der schwarzen Hand entkommen. Danke. Die wollen dich erledigen. Vielleicht haben wir sie gerufen. Viel Glück. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Genau, deshalb bist du der beste Rico. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. Feindkontakt verloren. Neu von mir. Zentrale, dort Feindkontakt. Puerto Rico ist eine Geisterstadt. Die schwarze Hand muss abgehauen sein. Okay. Wie finde ich die Bomben? Der Transmitter am Wachposten der schwarzen Hand. Stöpsel mich da ein und ich sehe mich mal um. Aha. Da hoch? Ist das jetzt Part von... okay. Aber das Auto geht ganz schön ab. So, gucken wir doch mal da hoch. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. So, hier müssen wir dann einstöpseln. Hier ist auch niemand. Ja, moin, Alter. Ich hoffe, ich brauche das Motor, das Fahrzeug nicht mehr. Easy, los. Sie haben Fahrzeuge mit Sprengsätzen versehen. Die Zünder sind einfach aufgebaut. Wow. Sie sollten im Wasser nicht mehr funktionieren. Scheiße. Rico, die sind bewaffnet. Kacke. Sprengfallen. Du hast nur ein paar Minuten. Schaff so viele wie möglich ins Wasser. Wir müssen den Hafen. Alles klar. Das ist eine Bombe. Schaff das Ding ins Wasser.
Das ist Nummer 1. 10 Stück. Hier ist noch eine Bombe. Ja, dann steig auf. Mann. Bis dann. Hallo, nach oben. Da drüben. Zwei Stück da drüben. Okay. Oh. Was ist das denn für eine schöne Maschine hier? Okay. Drei Stück. Hier kommt auch schon Nummer 4. Okay. Direkt hier vorne ist der nächste. Ah. Steig doch auf. So. Nette Maschine. Einmal. Alter Rico, die Hälfte hast du. Hälfte habe ich schon mal. Das ist wunderschön. Wieder so eine Rennmaschine. Wäre very cool. Geiler Schlitten. Geiler Schlitten. Da hast du recht. Oh, ich wollte eigentlich da runter. Geht nicht. Na gut. Dann eben nicht. So. Hier kommt der nächste. Mal los. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch nur noch einen. Und den haben wir rein zufällig hier stehen. Skra! Scheiße. Das war knapp, was? Bei den restlichen Dingern sind die Zünder durchgebrannt. Sieht aus, als wären sie miteinander verbunden gewesen. Nice. Das war's dann für den Schaltkreis. Was? Keine Bomben mehr übrig. Oh, cool. Verstärkung ist auf dem Weg. Verstärkung ist auf dem Weg. Ich würde sagen, wir fliegen mal hier rüber. Suche nach Feindbeenden. Training. Komm, wir trainieren die Miliz mal so ein bisschen. Unsere Miliz. Nicht die böse Miliz. Nein, nein, nein. No, no, no. Wird da gerade auf mich oder wurde da gerade auf mich geschossen? Ich glaube nicht. Naja. Fliege den Helikopter. Mira meint, dass die schwarze Hand Wetterbeobachtungsausrüstung in dieser Gegend umfunktioniert hat, um unsere Truppenbewegungen zu überwachen. Ach echt? Ich habe ein paar Rekruten abgestellt, die auf dich warten. Sie werden dir helfen, die Labore zu zerstören, von denen aus der Feind uns beobachtet. Unser Held fliegt uns in einem Helikopter durch die Gegend, während wir Radarantennen hochjagen dürfen? Das ist tausendmal besser als meine Semesterarbeit, die ich eigentlich gerade schreiben müsste. Ganz ruhig, Kleiner. Konzentriere dich auf die Mission. Rumalbern kannst du, wenn wir wieder auf sicherem Gebiet sind. Zerstöre die Radarschüsse. Du musst die Schüssel zerstören. Wieso ich? Ich dachte, die wollen. Gut. So, wo ist der nächste? Da oben.
Ui! Schnell! Schnell! Zerstört die doch! Zerstört die! Kaum zu glauben, dass sie die Station direkt vor unserer Nase nutzen konnten. Es wird bestimmt eine Weile dauern, die schwarze Hand aus Solis zu vertreiben. Fliegen wir jetzt mal ein bisschen tiefer. Vielleicht kriegen sie dann mehr gebacken. Alter, wie ist das? Nee. Ich sehe da endlich mal anfangen zu schießen. Ja, ich würde es auch lieben, wenn ich nicht hier umgeben von Spackos wäre. So, jetzt darf die da drüben auch mal schießen. So. Du darfst langsam mal. Danke. Und was werden wir denn da beschossen? Scharfschützen. Okay. Ja. Ich muss doch den da drüber auch noch ausweichen. Damit sollte Ihr Radar eine Weile gestört sein, was? Danke für die Hilfe, Rico. Kein Thema. Apopheli. Oh. Tempostunt. Ja, ein paar Tempostunts. Ein paar Sachen können wir hier noch machen. Wie zum Beispiel den Tempostunt. Mit wie viel müssen wir da durch? 165 km/h. Oh. Vielleicht schaffen wir das gerade noch so. Nee. Okay. Tschüss. Sehr nice. Mit 165 da durch den Ring durch. Was für ein Fahrzeug soll das denn passieren? Du benötigst ein Fahrzeug. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ja. Auch ein Fahrzeug, das ist mir klar. Aber hier steht halt gerade keins. Das waren alle. Jetzt können wir uns wieder entspannen. Hier kann ich auch nicht mehr einsteigen. Ich glaube nicht, dass die Rikscha das schafft. Schafft die Rikscha 165 km/h. Ups. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Dünne die Truppen der schwarzen Hand so gut aus, wie du kannst, bis unsere Verstärkung eintrifft. Okay, wo sind sie? Wo sind die Gegners? Shit. Wo ist der Scharfschütze? Okay, denn sein Gewehr ist ziemlich stark.
fuck. Der Panzer zielt auf mich, ne? Wow. Au! No-Scope. Okay, der ist down. Da drüben habe ich, dachte ich, noch einen gesehen. Okay, wir gehen volles Risiko. Du hast doch nichts dagegen, oder? Yeah. Okay, Rückzug. Ist der? Hier, das da ist der Scharfschütze, der muss weg. Danke, Rico. Wir werden weiter die Stellung halten. So. Gerade noch irgendwas in der Nähe. Ist das ein Panzer? Oh, Panzer brennt. Ich würde halt liebend gerne hier nochmal einsteigen. Aber okay. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Hey Kleiner, wenn wir durch den Sturm kommen wollen, brauchen wir was, damit wir nicht gebraten werden. Am ehesten finden. Ich glaube, ich gehe da nochmal kurz hier dran. Zugmotor. Konfiguration. Power Ruck. Ich mach den erstmal aus, ganz kurz. Was passendes. Ja, dann reißen die nicht direkt. Ja. Sehr schade, dass wir hier gerade kein Fahrzeug haben. Aber wir haben hier unseren schönen Herrn Bulldog. Das ist er nicht. Unseren schönen Herrn Bulldog, der uns so ein schönes Gefährt hier abliefern könnte. Ne? Da, gucke. Guck mal an. Ja, wunderschön. Können wir das hier auch gleich abschließen? Puff. Gefällt mir das Ding. Wie kommen wir denn... Gerade Strecke, möglichst wenig lenken. Ach, schade. Vielleicht sollten wir dann doch für die letzten paar Meter noch so einen Boost anbringen. Stand ich denn gerade?
Puh, das war nett. Vielleicht hier oben. Ein Boost, der so ein bisschen nach unten drückt. Hier hinten. Die das nach vorne drücken. Hier oben nochmal welche, die es nach unten drücken. Vielleicht nochmal einen hier in der Front, der es alles so ein bisschen nach unten drückt. Naja, mal gucken, ob es was wird, wie ich es mir denke. Vorsicht! Ja, das hat ja wunderbar geklappt. Da schau nachher. Ja. Ja, gut, okay. Komm, schadensfrei. Wie lange halten wir es durch? Nein. Ah, haben wir es geschafft, ihn zu überholen? Man kommt damit halt auf jeden Fall über 165, aber auf so einer kurzen Strecke eben nicht. Mann, ich wollte jetzt hier gerade noch ein bisschen Anlauf nehmen. Toll. Toll. Kann ich da nicht mal ganz normal durchfahren? Och, wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Sie können sich behaupten. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Mit mehr als 165 km/h. Wie soll das funktionieren? Auf so einer kurzen Strecke. Ich muss da ja mit dem Helikopter durch. Ich nehme mir einfach mal den hier. Kann ich mich eigentlich an der hier auch hochhucken? Nee. Leider nicht. Schade. Mal damit schafft man's. Nee. Das gibt's doch nicht. Okay. Komm schon.
Keine Chance. Vielleicht sehe ich ja gerade noch irgendwo ein anderes Fahrzeug. Hä? Wieso ist das jetzt explodiert? Pass auf! Mambo. Komm! Warte mal ganz kurz. Wie sieht's eigentlich mit diesem Fahrzeug aus? Nein! Oh, ich dachte, wir hätten es geschafft. Fünfundfünfzig. Wieso driftet er so viel? Jetzt sind wir nicht durch den Ring durch! Willst du mich verarschen? Na also! Gekonnt! Oh, Mann! Okay. Fischerboot. Durch den Ring mit dem Fischerboot. Na, bin ich mal gespannt. Hier eine kleine Landebahn. Finde ich da unten ein Fischerboot? Jawohl. Hat das Fischerboot Turbo? Nein. Leider nicht. Mal los. Ist es nicht ein bisschen gefährlich, hier so nah am Wasserfall zu fahren? Das kommt ins Teaser-Video. Ja gut, wenn sie meint. Schneller! Wo ist denn überhaupt? Da unten ist. Na dann, wie ein Adler im Sturzflug. Okay. Wo ist der erste Ring? Der ist da. Anlauf nehmen.
Und let's go. 1, 2, 3. Geschafft. Wow, wow. Okay. Bereit für die Kamera? Okay. Grab des Dieners. Ja, wir machen erstmal hier weiter. Hätte ich gesagt. Da müssen wir dazu aber hoch. Nach da oben. Oh, der ist schon wieder weg. So. Was uns dort erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Just Cause 4. Bis dahin. Danke fürs Zusehen. Und tschüss.